Einsatz gegen militante Palästinensergruppierungen, die in Jenin Zuflucht gefunden hätten und die für zahlreiche Anschläge gegen Israelis verantwortlich seien, teilte die israelische Armee mit. Israels Außenminister Eli Cohen sagte in Jerusalem: Wir sind dabei, das Zentrum des Terrorismus mit großer Kraft zu treffen. Ich möchte betonen, dass wir keinen Kampf mit den Palästinensern führen. Unser Kampf gilt vielmehr den Stellvertretern des Iran in unserer Region. Damit seien die Hamas und der islamische Dschihad gemeint, sagte der Außenminister. Spitzenvertreter der beiden extremistischen Palästinenserorganisationen hatten sich in den vergangenen Wochen zu Beratungen in Teheran aufgehalten. Derzeit ist nicht abzusehen, in welcher Form der bewaffnete Arm der Hamas und der des islamischen Dschihad auf die israelische Militäroperation in Jenin reagieren werden. Offen ist auch, wie lange dieser bislang größte Militäreinsatz seit dem Ende der zweiten Intifada vor 20 Jahren andauern wird. Links halten, NDR Info, links nehmen, Kultur. 25 Jahre und einen Monat ist das Zugunglück von Eschede jetzt her. Damals war der ICE Wilhelm Konrad Röntgen in dem kleinen Ort bei Celle in Niedersachsen entgleist und in eine Betonbrücke gerast. 101 Menschen sind damals gestorben. Dieser traurige Jahrestag ist vor 4 Wochen in Eschede mit Gedenkveranstaltungen begangen worden. Und aus diesem Anlass hat der NDR einen Podcast produziert. Sein Titel: Eschede, 25 Jahre danach. Und in diesem Podcast blickt Miriam Arns zurück auf den Tag des Unglücks und die Folgen, die sie auch selbst betreffen. Ab jetzt können Sie alle Folgen auch in der ARD-Audiothek hören. 3. Juni 1998. Die Journalistin Miriam Arns verliert an diesem Tag bei Eschede ihre Mutter. Ihre 2-jährige Schwester überlebt das Zugunglück schwer verletzt. Als der NDR auf Miriam zukommt und sie fragt, ob sie einen mehrteiligen Podcast zu dem Unfall machen möchte, ist sie zuerst unsicher. Aber nachdem ich dann eine Zeit lang überlegt habe, dachte ich, es gibt ja schon Aspekte, die ich persönlich noch interessant finde und über die ich wenig weiß. Wie geht es anderen Hinterbliebenen? Was ist damals genau in Eschede passiert? Das ist eine Sache, mit der ich mich bislang nicht auseinandergesetzt hatte. Wahrscheinlich auch, weil ich nicht unbedingt zu viele Details wissen wollte, weil das natürlich auch schmerzhaft sein kann, da zu hören, welches Leid die Helfer gesehen haben. Als das Unglück 1998 geschah, war Miriam ein Teenager. Seitdem war sie nur einmal in Eschede, zum 10. Jahrestag. Doch als sie bei ihrer Recherche Heinrich Löwen kennenlernt, der sich seit 25 Jahren als Sprecher der Opfer und Hinterbliebenen engagiert, löst das etwas in Miriam aus. Sie merkt, dass sie selbst Teil einer Gemeinschaft ist. Sagt zu, die Namen der Opfer beim Gedenkgottesdienst mit vorzulesen. Und Heidi Forstmann, 34. Heinz-Dieter Frese, 62. Helmut Ganz, 73. Alexander Gareis, 6. Der Podcast beleuchtet auch die Ursache des Unfalls, den Umgang der Bahn mit dem Unglück und wie der Unfall auch das Leben der Menschen in Eschede bis heute beeinflusst. Im vergangenen Jahr sorgen beispielsweise die Pläne des Schützenvereins für Unmut. Der Verein will sein 101-jähriges Bestehen feiern am Jahrestag des Unglücks. Miriam Arns trifft auch die Schützen, die sich missverstanden fühlen. Überlegen Sie doch mal, wie viele Leute sterben durch Gewalt, durch Verkehrsunfälle. Das interessiert keinen Arsch. Aber das hier, wo das Dorf immer gerade raus und wir dieses Unglück bewältigt haben. Wir müssen uns zu gehen haben. Hä? Die 5 Folgen des Podcasts sind keine leichte Kost. Sie sind bewegend, hintergründig, sehr persönlich.